Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, habe ich mal einen etwas anderen Haul und zwar aus dem 1-Euro-Laden. Schimpft er sich auch so? Ich glaube schon. Ich habe es im Titel auch schon benannt, also wer sich nicht für Einhörner interessiert, der braucht auch gar nicht weiter gucken, denn dieser Haul besteht eigentlich nur oder fast nur aus Einhornsachen. Und wenn ihr keine Einhörner mögt, dann ist das, glaube ich, nichts für euch. Aber für die, die Einhörner mögen, ihr müsst unbedingt mal zum 1-Euro-Laden gehen. Die haben ein paar schöne Sachen. Ja, ich würde sagen, ich rede mal nicht weiter und zeige euch erstmal voll das Einhorn, wie ihr seht. Nein, nicht ganz. Das musste ich mitnehmen. Ich brauche auch keine Preise sagen. Ist klar, alles 1 Euro. Die haben mich angelacht. Und ich habe es auch schon probiert, wie man sieht, die Packung ist auf. Ich mag das ganz gerne, so die Kombination Keks, Erdnuss, Schokolade. Lecker. Und deswegen habe ich Kekse mitgenommen. Sie sind auch sehr lecker, kann ich empfehlen, wenn ihr diese Kombination mögt, könnt ihr die auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, so viel zu den Keksen. Huch, Entschuldigung, habe ich wieder Erdbeben gemacht. Von Marco sind auch ein paar Sachen mit dabei. Er hat nämlich auch was gekauft. Ja. Ich würde sagen, das ist auch kein Einhorn. Ich zeige einfach mal alles, was in der Tüte ist. Und zwar habe ich einen Raumduft mitgenommen. Ich mag die ganz gerne so Vanille. Naja, hat nur 1 Euro gekostet, wird wahrscheinlich nicht lange halten oder nicht so intensiv im Duft sein. Aber ich dachte, naja, wir sind gerade da. Ich habe es gesehen. 1 Euro. Ich will es testen. Und ja, deswegen mal so ein Raumduft in Vanille. Ja. Ich mag Vanille. Kommen wir zum ersten Einhornprodukt. Das ist unter anderem mit das Größte. Das ist ein Tablett. Ich fand es sehr süß. Unicorns are real, natürlich. Oh, ihr seht das gar nicht, doch, so ein bisschen. Natürlich sind sie echt, ne? Ich meine, wir glauben alle an Einhörner. Ja, auf jeden Fall ist das ein Tablett für 1 Euro. Ich weiß nicht wofür, aber es ist ein Einhorn drauf und für irgendwas kann man das schon gebrauchen. Deswegen. Ja, musste ich es mitnehmen und ich würde sagen, ich lege das direkt mal da rein, denn ein bisschen Platz brauchen wir noch. So viel zum Tablett. Dann gab es Blöcke, so kleine DIN A5 Blöckchen, auch mit Einhorn drauf für 1 Euro. Ich brauche ja nicht jedes Mal den Preis sagen, ich depp, ne? Ich meine, wir wissen, 1 Euro lahm. Ja, das ist halt mit ganz dünnem Papier, so ein normaler A5 Notizblock, aber Einhorn und so, ne? So. Dann habe ich noch Servietten gefunden und zwar mit diesem süßen Einhorn hier drauf. Ja, Servietten braucht man sowieso. Einhörner, Servietten. Ne? Ja. Ich habe ja schon mal erklärt in einem anderen Video, wenn ich Einhörner sehe, dann tut mein Gehirn ausschalten. Ne? Wir erinnern uns dran. Jetzt ist hier was in verpackt in so Papier. Da sehen wir es auch. Euroshop nennt sich das. Genau, nicht ein Euroshop, Euroshop. Ist jetzt verpackt und wenn es verpackt ist, heißt es ist Glas und ja. Ich habe ein Glas gefunden und zwar dieses hier. Für 1 Euro fand ich den Preis super. Im Übrigen war in dem Shop der Strohhalm nicht drin. Ich dachte erst, hä, nirgendwo ein Strohhalm drin? Fand ich ein bisschen seltsam. Aber die gute Dame an der Kasse hat die Strohhelme bei sich gehabt. Strohhalme. Ja, Strohhalme bei sich gehabt und ja, sie hat sie dann reingesteckt, als ich es dann gekauft habe. Und die Gläser sind sehr praktisch für im Sommer oder so. Auch könnte man sie mit rausnehmen auf dem Balkon, Terrasse, perfekt geeignet. Kommt keine Wespe rein, keine Biene und jo. Ja, fand ich sehr süß mit dem Einhorn drauf. Musste natürlich mit, ne? Ist ganz klar. Jo. So, dann kommen wir zu was Marco mitgenommen hat. Und zwar ein Jojo. Letztes Mal beim Action, wir erinnern uns, er hat kein Jojo bekommen. Jetzt hat er eins, sogar mit Licht. Na, das ist ja interessant. Das hätte er uns eigentlich mal vorführen können, ne? Ja, Jojos gibt es auch. Nein, wir haben keine Kinder. Ja, dann hat er noch was mitgenommen. Und zwar Ingwer gemahlen. Jo. Halt Ingwer gemahlen, ne? Ein Gewürz. 400 Gramm ist auch noch haltbar. Sehr gut, so muss das sein. Ja, es ist doch fast nicht nur Unicorns hier, ne? Ja, warum er das mitgenommen hat, weiß ich nicht. Hat er sich von seiner Mutter bequatschen lassen oder so? Keine Ahnung. Nackenkissen aufblasbar.
Braucht man eigentlich nicht. Wegfahren tut er auch nicht. Also, naja. Aber Hauptsache ein Nackenkissen mitgenommen, ein aufblasbares. Lege ich mal nach da hinten. So, dann haben wir hier noch was Verpacktes. Ich packe das mal gerade außerhalb der Kamera aus, damit es nicht kaputt geht. Und zwar habe ich noch mal Gläser mitgenommen. Super niedlich. Ja. Haben mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde die super, super süß. Ich habe direkt zwei mitgenommen, falls mal eins kaputt geht oder so. Oh, ja, Zucker einfach. Ein sehr, sehr süßes Einhorn. Und ja, da haben wir dann noch ein Schloss. Sehr, sehr niedlich. Einfach. Machen wir mal nach da und irgendwie nach hier. So, sehr schön. Dann haben wir noch sowas Lustiges hier. Frag mich bitte nicht. Also ich habe das nicht mitgenommen, aber das fühlt sich schon sehr witzig an. Das ist hier so ein Kugelfisch. Seht ihr das? Hier ist der Schwanz, der Schwanz, die Schwanzflosse. Und jetzt macht das hier so lustig. Guck mal, kann man hier so lustig drücken. Ich weiß nicht, wofür ist das? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall lustig, das Ding zu drücken. Ich habe es natürlich nicht mitgenommen. Wir wissen ja alle, Markus, das Spielkind hier und. Ja, auf jeden Fall so ein lustiges Teil hier. Ich weiß nicht mal, wie sich das nennt. Es ist auf jeden Fall. Da. Es ist auf jeden Fall ein lustiges Drückdingen hier. Ja, und sehr weich. Setzen wir mal ins Glas da, ne? So, dann habe ich noch. Moment. Noch ein Block sehe ich gerade. Und zwar diesen hier habe ich mitgenommen. Keep Calm and Be a Unicorn. Das ist auch so ein ganz normaler. Ich komme jetzt überall dran, ihr merkt das schon. Ist so ein ganz normaler Dinner 5 Block, genauso wie eben, nur mit anderem Deckblatt. Jetzt habe ich schon keinen Platz mehr. So. Dann habe ich noch Brettchen mitgenommen, beziehungsweise hat Marco sich noch einen Fidget Spinner mitgenommen, der jetzt gar nicht mehr hier drin ist. Komisch. Ja, keine Ahnung. Hatte auf jeden Fall die Farbe gelb gehabt. Er hat ja nicht schon einen. Also er hat jetzt zwei. Ja, dann gab es noch Brettchen für 1 Euro. Jetzt muss ich die Gläser doch mal wegstellen, denn irgendwie komme ich ja ständig daran und ich will die ja nicht kaputt machen. Deswegen machen wir das mal so. Ja, die hatten hier so Schneidbrettchen. Für 1 Euro wirklich toller Preis, oder? Und auch sehr stabil. Ist jetzt nicht so billig verarbeitet oder so. Sehr, sehr süß. Ja, da haben wir einmal das. Ich habe 3 Stück mitgenommen. Dann haben wir einmal dieses hier. Schnuppert Glitzerpups, ihr Langweiler. Dieses. Und als letztes Brettchen haben wir dann dieses hier. Mit meinem Lieblingsspruch: Sei immer du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein. Dann sei immer ein Einhorn. Ja, fand ich auch sehr, sehr cool. Und da musste ich die 3 Brettchen mitnehmen. Zu guter Schluss haben wir dann noch eine Tasche mitgenommen. Das ist Marco, im Übrigen nicht ich. Ihr seht da schon, wie nah an der Kamera ist, ne? Da sagst du auch Hallo. 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 Lieber kalt. Okay. Ihr könnt euch direkt jetzt mal bei ihm beschweren, dass er den Fidget Spinner ausgepackt hat. Was? Ja, der ist nicht da. Wo ist der denn? Ja, keine Ich Ahnung. hol den mal. Wenn du das nicht weißt, wer weiß das sonst? So, wir haben im Übrigen hier noch so einen Beutel mitgenommen. Das kann ich jetzt nicht mehr zeigen, weil das ist einfach zu groß hier. Es hat hier auf jeden Fall Henkel. Und dieses Motiv, ja, Unicorns are real, kann ich euch jetzt nicht besser zeigen, denn wie gesagt, er ist zu groß. Ja, das sind die ganzen Einhornsachen. Da kommt er. Er hat jetzt extra. Vorsicht, das Stativ. Hallo. Er hat jetzt extra den Fidget Spinner geholt, damit ihr seht, was es für einer ist. Man merkt im Übrigen den Unterschied zwischen etwas hochwertigeren und einem 1-Euro-Produkt bei den Fidget Spinnern. Hört man schon am Klang und merkt man ein bisschen an der Verarbeitung. Aber für 1 Euro ist trotzdem okay, ne? Jo. Willst du mal drehen? Willst du mal drehen? Mal drehen hier. Ja, Leute, was man sich alles so kauft, ne? Wenn man vom Orthopäde kommt, Wahnsinn. Ja, wir waren beim Arzt. Ach so, das wissen Sie gar nicht. Ach, ich hau wieder ab. Es ist kalt hier, Leute. Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich nur Wasser holen, aber. Ja, so ihr Lieben, das war der Heu gewesen
von dem 1-Euro-Shop. Wie ihr seht, haben ganz, ganz tolle Einhornsachen. Also für die Leute, die Einhörner mögen, die können absolut mal vorbeischauen. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich sehr über die Brettchen, über die Gläser. Die finde ich auch sehr, sehr süß, zuckersüß einfach. Und ja, finde ich sehr cool. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, besseres Wetter und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.